Wir haben heute aus den USA wie auch aus der Eurozone niedrigere Inflationszahlen gesehen und dennoch stoppte die Rallye, die vor allem 14.30 Uhr eingesetzt hatte, mit der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten in den USA. Was ist da los? Warum ist das so? Aus meiner Sicht gibt es zwei Gründe, dass dem so ist. Das erste ist, diese Inflationsdaten aus den USA waren aus dem August, PCE, Personal Consumption Expenditure. Aber es ist eben schlichtweg so, dass die Inflationsdynamik im September nicht abgeebbt ist, siehe Ölpreis, dass letztendlich das an der Haltung, an der hawkischen Haltung der Fed null und gar nichts ändert. Das werden die Märkte früher oder später realisieren müssen. Und dann kommt noch eine markttechnische Geschichte dazu, zu der ich mich heute Morgen im Videoausblick schon geäußert hatte. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Daten an. Zum Vormonat, sowohl in der Headline als auch in der Kerninflationszahl ein bisschen niedriger, 0,1% in der Kernrate, wobei diese 0,1% waren in Realität 0,14%, wäre das 0,15% geworden, dann hätte man das aufrunden müssen auf 0,2%, Schwamm drüber, also ein Ticken niedriger zum Vormonat, zum Vorjahresmonat dagegen war das so wie erwartet. Und dann kommen solche Leute wie Mike Conchal, die sagen, ja, das ist also der beste Inflationsreport ever. Hier sieht man super, wie das alles super zurückgeht. Aber schauen wir uns doch mal hier diesen Anstieg an von 0,4% in der Headline-PCE-Zahl. Das ist der größte Anstieg seit 8 Monaten. Das gab es nur mal im Januar. Da waren wir bei 0,6% zum Vormonat. Also das ist schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Wir hatten ja schon vor Wochen die Inflationsdaten, die CPI-Daten gesehen aus dem August. Die waren ja mit 3,7% ein bisschen höher. Hier sehen wir das vor allem Güter gefallen sind. Also das alte Thema, der Gütersektor ist eher deflationär. Dienstleistung ist nach wie vor der Inflationstreiber und nach wie vor sind wir deutlich über dem Ziel der Fed, was die Inflation betrifft, auch die Core Inflation, höchstes Niveau seit 1991. Also es gibt für die Fed keinerlei Grund, jetzt sich ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, ja siehst du, ist doch alles gut. Jetzt gibt es natürlich böse Zungen, die sagen, okay, also die Inflation ist unter 4% und dann schauen wir uns mal Gas, Airline Tickets, Used Cars, Hotels und solche Geschichten an, die alle in höheren zweistelligen Bereichen zum Vorjahresmonat gestiegen sind. Das kommt uns spanisch vor, aber Schwamm drüber, meine Damen und Herren. Eins wird jetzt immer sicherer, dass wir dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Government Shutdown bekommen. Beide, sowohl Abgeordnetenhaus als auch Senat, haben jetzt so eine Stopgap-Bill rausgebracht und das Problem ist, dass die eine Kammer der anderen oder dem Vorschlag der anderen Kammer nicht zustimmen wird. Das gilt als praktisch sicher, daher die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das jetzt so kommen wird. Hier sehen wir nochmal den wirtschaftlichen Schaden pro Woche so um und bei 0,2%, ein Ticken mehr. Dürfte das wohl dann sein, aber was jetzt die ganze Geschichte noch deutlich erschweren könnte, es gibt bei den Republikanern Mr. Geetz, der ist aus Florida und der will unbedingt, dass McCarthy, der Sprecher der Republikaner im Abgeordnetenhaus, abgesägt wird. Das würde bedeuten für die Republikaner, wenn dem so käme, müsste man erstmal McCarthy praktisch seines Jobs entheben, müsste jemand Neues wählen, der müsste dann wiederum versuchen, für bestimmte Vorschläge Mehrheiten innerhalb der Republikaner hinter sich zu bringen. Das könnte also dazu führen, dass dieser Government Shutdown dann deutlich länger dauert, weil die Republikaner sozusagen erstmal innerhalb ihrer Partei die Dinge strukturieren müssen. Jetzt kommt noch dazu, der Streik der Autogewerkschaften wird ausgeweitet. Weitere 7.000 Autoarbeiter sind jetzt ab heute im Streik. Das wird sich wahrscheinlich weiter intensivieren. Man hat jetzt eine kleine Annäherung mit Stellantis, aber nach wie vor mit Ford und GM offenkundig Probleme. Erst dieses Jahr, ja, mit Ford sind wir erfreulicherweise weitergekommen. Die Gewerkschaften wollen ja jetzt nur noch 30 statt 40% haben. Aber was ist das Problem vielleicht an der ganzen Geschichte? Morgan Stanley bringt das auf den Punkt. Wir sagen, wir glauben, so Morgan Stanley, dass vielleicht jetzt die Chefs der Autokonzerne einsehen müssen, dass sie zu schnell zu viel Geld in E-Fahrzeuge haben investieren wollen. Das zerstört jetzt Werte, Value Destructive, das geht zu schnell.
Der Markt ist schwieriger als der Verbrennermarkt. Und eins ist eben auch klar, wir sehen jetzt einen Wechsel hin von der Macht des Kapitals hin zur Macht der Arbeitnehmer. Labour wird langsam immer mächtiger, das Kapital wird immer weniger mächtig. Warum? Aufgrund der Demografie, aufgrund des Arbeitskräftemangels. Und so sehen wir, dass die Streiks in den USA zunehmen, und da gibt es schon auch durchaus gute Gründe, warum das so ist. Da hat man ja zum Beispiel die GM-Chefin, war es glaube ich, gefragt, ja, du verdienst 9 Millionen Dollar im Jahr, willst du da nicht ein bisschen mal runter? Und dann hat sie gesagt, nee, das ist ja, werde ja praktisch nach Erfolg bezahlt des Unternehmens. Hier sehen wir mal die Bezahlung von CEOs, die inzwischen das 344-fache verdienen eines normalen Arbeiters. In den 70er Jahren war es das 20-fache, 1990 noch das 60-fache. Und dann ist in den 90ern das Ganze nach oben geschossen. Das hing mit der Globalisierung zusammen. Viele Arbeitsplätze sind nach China ausgewandert sozusagen. Das schwächte die Arbeitnehmer in den westlichen Ländern, gab den CEOs, den Chefs praktisch einen anderen Hebel. Die konnten dann ihr Ding durchdrücken, auf Kosten teilweise eben auch der Arbeitnehmer. Aber wir sehen, diese Grafik geht jetzt nach unten und sie wird noch sehr viel weiter nach unten gehen. Ich denke, es ist auch für den sozialen Frieden gut, wenn diese so immensen Unterschiede ein bisschen eingedämmt werden. So oder so, diese Lohnsteigerungen, diese neue Macht der Arbeitskräfte, die dürfte für die Fed ein Problem werden. Die ist jetzt übrigens verhüllt. Auch die Treasury Buildings, also die Gebäude des US-Finanzministeriums, ein interessanter Zeitpunkt. Jetzt kurz vor dem Shutdown ist das symbolisch, könnte man dann fragen. Jedenfalls haben wir ja gesehen, dass die Renditen massiv gestiegen sind. Heute gab es zunächst mal einen Rücksetzer, aber das hat sich dann wieder relativiert. Bill Ackman sagt jetzt, ja, also ich bin hier richtig zufrieden mit meiner Wette auf den Anstieg der 30-jährigen Renditen. Da hat er schon durchaus gut Gewinn gemacht bisher. Sven Hendrik dagegen weist auf negative Divergenzen hin in den Charts der Anleiherenditen. Wir werden sehen, was sich da durchsetzt. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Aktienmärkten. Warum geht es da nicht so gescheit auf? Bisher kann sich ja ändern. Meine Vermutung heute Morgen war, da gibt es ein paar dicke Jungs, ein paar sehr dicke Jungs, nämlich JP Morgan und Jamie Dimon. Die haben Put-Optionen auf den S&P 500, die sie eingegangen sind zur Absicherung von ihren Aktienportfolios, weil sie fürchteten, oh, das könnte durchgereicht werden. Da machen wir mal eine dicke Absicherung rein. Die dürfte liegen bei 4.300 Punkten. Also versucht man seitens, so meine Vermutung, so die Vermutung vieler Marktbeobachter, den Markt nach unten zu drücken, damit man hier nicht sozusagen dieses Geld mit den Puts verliert. Hier sehen wir, da sind wir nach den Inflationszahlen zunächst mal angestiegen. Dann ging es scharf runter. Jetzt wieder der Versuch, deutlich sich abzusetzen von der 4.300er Marke, die gestern schon schwer umkämpft war. Ist natürlich schwer zu beweisen, aber es ist das Market Chatter. Das ist das, was man an der Wall Street sich erzählt. Insgesamt haben wir jetzt 520 Zinsschritte der Zentralbanken gesehen in den letzten 2 Jahren. Hier sagt Michael Hartnett von der Bank of America, stay bearish, defensive and sell the last hike. Oft ist es ja so, dass die Phase nach der letzten Zinsanhebung positiv ist, wenn die Wirtschaft weiter gut läuft, wenn die Wirtschaft in eine Rezession fällt. Ich hatte es schon öfter gezeigt. Dann wird die Geschichte schwierig. Kommen wir zu den Anleihenmärkten nochmal ganz kurz. Wir haben ja wirklich ein Massaker wieder gesehen. Mit dem Anstieg der Renditen fallen die Anleihekurse. Riesiges Problem für Banken, die unrealisierte Verluste in ihren Büchern haben. Riesige Probleme auch für professionelle Investoren, die nichts haben, wo sie reinfliehen können, wenn Aktienmärkte nicht gut laufen. Die Anleihemärkte sind auch nicht gut gelaufen. Wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse der Anleihemärkte. Und selbst in Japan, jetzt das schlechteste Quartal für japanische Bonds seit 1998. Im Westen, in den USA, das schlechteste Quartal seit der Finanzkrise für Anleihenmärkte. Und die kommen ja aus Verlusten jetzt schon im letzten Jahr, die nicht unerheblich waren. Wir haben heute dann noch Eurozone-Inflationsdaten bekommen aus dem September. Die Inflation in der Eurozone gesunken, 5,2 auf 4,3% jetzt. Wir hatten ja vorher schon die deutschen Daten, heute Morgen dann die französischen Daten. Aber auch das ist natürlich immer noch viel zu hoch. Jetzt sagt der Jörg Kramer von der Commerzbank, endlich auch die Kerninflation nach unten. Aber es wird eben nach wie vor ein Inflationsproblem geben.
Eben durch die Preis-Lohn-Spirale, durch die zunehmende Macht der Arbeitnehmer gegenüber dem Kapital, dann durch die 3Ds, Deglobalisierung, Dekarbonisierung und was haben wir noch? Demografie natürlich. In Holland übrigens ist die Inflation bereits negativ. CPI minus 0,3% zum Vorjahresmonat. Und hier vielleicht noch eine interessante Grafik. Kanzler Scholz hat heute in der Wirtschaftswoche gesagt, ja, es gibt doch überhaupt keinen Anlass zu jammern hierzulande. Daniel Ecker zeigt mal, dass Deutschland einst Hort der politischen Stabilität war. Jetzt haben wir die höchsten Unsicherheitswerte, die deutlich höher sind als der Durchschnitt in Europa. Da ist also scheinbar irgendwas zu meckern. Oder wie hier ein Twitter-Kommentar sagt, es gibt eher einen Grund zu heulen. Und wir sehen ja jetzt auch immer mehr Insolvenzen. Heute zum Beispiel meldet Real, diese Supermarktkette, die Sie bestimmt alle kennen, Insolvenz an. Dem Unternehmen geht es schon länger schlecht. Aber die nächste Insolvenz, während Marcel Fratscher sagt, ist doch alles so gut wie bisher, wir müssen nur alle ganz grün werden, dann passiert das grüne Wirtschaftswunder. Aber das große Problem, dass wir jenseits der Frage haben, ob dieses grüne Wirtschaftswunder theoretisch überhaupt möglich ist, es sei denn praktisch, dann hier Christoph Schürmann mit dem sehr guten Einwand, die Produktivität pro Kopf in Deutschland geht deutlich zurück, was zu Verteilungsproblemen führen wird. Wir sehen, dass die deutsche Bevölkerung ja wächst, vor allem durch die Migration, durch die Ukrainer, die gekommen sind, aber die Produktivität pro Kopf geht immer weiter zurück. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt deutlich verbessern irgendwo, dass wir irgendwie innovativ sind, dass wir ganz vorne dabei sind. Das sieht man in solchen Grafiken ganz, ganz genau. Was ist jetzt mit der Euro-Inflation? Was wird die EZB machen? Ein kräftiges Signal für die EZB, die Zinsen nicht anzuheben. Wahrscheinlich wird sie die Füße erstmal stillhalten. Aber die Kuh ist noch lange nicht vom Eis. Erste Empfehlung, was sagen Experten dazu? Zweite Empfehlung, hier sehen wir das mal. Größter Anstieg der Kapitalmarktzinsen, ergo der Renditen seit der Finanzkrise, und da lauern Gefahren. Wir erinnern uns noch an das in die Luft fliegen britischer Pensionsfonds, wir erinnern uns an die Regionalbankenkrise, also da schlummern Leichen im Keller, die werden wir irgendwann leider dann finden müssen. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, BlackRock-Chef, der Larry Fink sagt, die 10-jährige Anleiherendite, die wird über 5% steigen, das wäre für die Aktienmärkte keine gute Nachricht. Er sagt, Geopolitik, Supply Chains, Demografie, all das sind die Faktoren, die dazu führen werden. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem dritten Artikel. Also diese drei Artikel kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Jetzt verabschiede ich mich ins verlängerte Wochenende. Wie gesagt, Montag, Dienstag keine Videos, das geht dann wieder los am Mittwoch. Haben Sie sich wohl. Ich freue mich auf Sie ab Mittwoch und sage Servus, ciao.